noch liebevoller werden. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine liebevolle Gesellschaft. Und deswegen möchte ich euch jetzt zum Abschluss ein Liebeslied singen. Was ich an dir mag, ist unbeschreibbar, ist ein unbeschriebenes Gedicht. Es wird nicht beschränke mich auf Staun, mag dich weiter und erklär dich nicht. Was ich an dir mag, ist das Geheime, jedes Wort zu viel ist schon Gefahr, denn so schnell verfällt ins Allgemeine, was zuvor so ganz besonders war. Ist es deine Stimme, sind es deine Hände, ach, dein ganzes Wesen fesselt mich. Um dich zu beschreiben, reicht es Bände, besser sag ich schlicht, ich liebe dich. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Was ich an dir mag, ist ohne Frage auch ein Teil von dem, was in mir ist. Was ich mir erhoffe, auch was ich beklage, alles, was man an sich selbst vergisst. Manchmal ist ein Dank und manches Mal ein Lachen, manchmal deine Frechheit, deine Wut. Eins ist nicht genug, was soll ich machen, was ich an euch mag? Ihr tut mir gut. Denn so schnell verfällt ins Allgemeine, was zuvor so ganz besonders war. Ich sing für alle, die mit mir noch auf der Suche sind, nach einer Welt, die es vielleicht nie geben kann. Dass ein von Sonnen in der Skizze sind, und unvollendet enden irgendwann. Den seitlich Ungeklickten wollen wir zur Seite stehen. Den niemals Angepassten sing ich dieses Lied. Die ohne Mehrheit bleiben, anders sind und unbequem. Für die Vergessenen im letzten Lied. Kein Ende in Sicht, den Anfang verprasst. Dazwischen nur Tänzende schweben. Oh, den Sinn dieses Unsinns noch lang nicht erfasst, doch immer im Leben, im Leben. Hey, 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 da, da. Hey, hey, da, da. Hey, 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 da, da. Hey, 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 da, da. Nur tänzende Schweben, oh, den Sinn dieses Unsinns noch lang nicht erfasst, doch immer im Leben, im Leben. Und man hat einfach wieder gesehen, manche Musiker können kommen, die brauchen keine Lieder dichten, die können einfach aus ihrem Repertoire spielen und sitzen goldrichtig. Und das kommt einfach ganz besonders und im Herzen an. Vielen Dank nochmal, Konstantin Becker. Thank you.
Der stille Spieler im Hintergrund. Noch eine Nachricht, die dürfte auch Konstantin Wecker interessieren. Ganz brandneu, gerade eben von der SPD. Die Tante bewegt sich doch. Heute gab es eine Abstimmung gegen den Vorgabe vom Präsidium. Eine Abstimmung zum Untersuchungsausschuss 30.09. Und die Abstimmung geht aus 132 für den Untersuchungsausschuss und 130 dagegen. Es lohnt sich, dass ihr alle hier seid. Es lohnt sich, dass wir Druck machen. Und der Druck muss so sein, dass sogar zwei Stimmen Unterschied uns vorwärts bringen. Und natürlich müssen alle, die hier sind, möglichst viele von euch, montags wiederkommen. Montag 18 Uhr im Schlosspark, vielleicht das letzte Mal im Schlosspark. Wir müssen schauen, wie es dort weitergeht. Es ist wichtig, dass sich Leute noch vor der Commerzbank ein Ticket kaufen, mit nach Berlin fahren, die Zugfahrt dort begleiten. Und es gibt außerdem noch für alle hinterher, die sich gerne mal kunstbeflissen, tolle Fotoaufnahmen anschauen wollen. Es gibt eine Gruppe von Fotografen, sind ja genug heute hier, künstlerisch engagiert, die dort drüben, direkt im Bau unter den Palisaden, wenn ihr reingeht, sind die Fotos ausgestellt. Das sind Bilder aus der Geschichte der Demonstrationsbewegung hier. Ganz tolle Fotos. Die wollten vorhin abbauen, haben das extra noch gelassen nach der Demonstration. Könnt ihr euch dort noch anschauen. Mir wäre wirklich wichtig, euch mitzugeben, es gibt jetzt diese Verhandlungen. Setzt euch nicht mit der Chipstüte vom Fernseher, guckt die meinetwegen auch an vom Fernseher oder bei den Demonstrationen, aber kommt weiter. Das ist kein Teilsieg, ist kein Punktsieg. Wir müssen weiter hier auf der Straße Druck machen. Die SPD hat es gezeigt, kommt immer wieder. Es ist ganz entscheidend. SPD-Beschluss heute hat auch gezeigt, wir haben auch sofort wieder, direkt immer auch wieder Erfolg. Und mit diesem Untersuchungsausschuss wird einiges, was in den Zeitungen schon gemunkelt und spekuliert wird, muss nach und nach ans Licht kommen. So ein Einsatz kann nicht einfach ausgesessen werden. Der muss aufgearbeitet werden. In diesem Sinne möchte ich euch motivieren, die Zeiten werden kälter, es wird dunkler, zieht euch wärmer an, bringt gescheite Klamotten mit, ihr habt gemerkt, es war eine super Stimmung hier, nehmt es mit, tragt es weiter und kommt mit dieser guten Stimmung bei der nächsten Demo wieder. Denn wir brauchen begleitend die ganze Zeit euch weiter. Es geht noch Wochen und Monate und wenn es nichts anderes tut, dann müssen wir das machen, was Angela Merkel uns vorgeschrieben hat. Ende März und bis dahin müssen wir auf jeden Fall durchhalten. Umbleiben! Schlossgarten nicht vergessen und die darauf folgenden Termine immer kopfbahnhof-21.de, Parkschützerseite und oben bleiben!